Ich muss ihn halt genau beobachten. Ich verkaufe mal schnell die zwei Kamarasaurier. Hallo Nilob. Wie geht's? Wie steht's? So, verkaufen. Ja. Produkt wird eingesammelt. Der ist aber auch schnell wieder hier. Woanders. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Das ist ein bisschen doof, aber was soll's. Komm schon. Ich muss wieder Produkt runtergehen. unterwegs. Transport hat begonnen. Ach du Neues Scheiße. Produkt identifiziert. Job erledigt, wenn es nach mir geht. Ah, mach selbst, ey. Um Reparatur. Anfrage bestätigt. Bestätige Aufgabe. Muss ja unbedingt da angreifen, wo. Komm, geh da wieder rein. Genau, geh rein. So, ich muss jetzt erstmal hier was machen. Was ist denn hier alles gestorben? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Bin zur Futterstation unterwegs. Einverstanden. Hey, ist es nur der? Fahre zur Futterstation.
Oh, Alter, das dauert bei dem aber auch ewig. Kann ich den da jetzt auch eigentlich wieder rübersetzen? Ich hoffe mal. Produkt muss eingesammelt werden. Ich mache das meistens spontan, weil ich mir nie genau sicher bin, ob ich wirklich Zeit habe. Wenn Sie Interesse haben. Okay. Ich weiß, dass Sie neue Dinosaurier ausbrüten, aber seien Sie verantwortungsvoll. Jedes Leben ist kostbar, selbst wenn es vor Millionen von Jahren begann. Und richtig wertvoll. Darüber bin ich mir bewusst. Nachschub ist unterwegs. Kommt auf die Liste. Füge Aufgabe hinzu. Aber es ist gleich noch ein, weil ich jetzt nicht sicher bin, wie das mit denen waren. Ich hoffe jetzt nur, das geht mit dem Velociraptor nicht wieder, also wenn das wieder hochgeht bei ihm. Kein Problem. Kleinen Dinosaurier könnte ich hier noch ausbrüten. Mache ich noch so ein Dracorix. Asterix und Obelix. Wird er nur einen von haben bisher? Kann ja noch einen machen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Manchmal plane ich es auch. Wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich Zeit habe. Nur manchmal ist das so, wenn man plant und dann klappt es nicht, ist das dann auch doof. Ja, greif den Zaun an. Da kannst du es machen. Haben Sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Beginne Produkttransport. Ich weiß auch, wo der Zaun defekt ist. Jetzt ist wieder 2,8 Sterne, Mann. Ich fressen Besen. Noch 19 Sekunden. Okay, es geht auf. Bei dem Velociraptor geht es auf jeden Fall nicht wieder hoch. Ja, bei ihm wird die Gewogenheit gleich wieder hochgehen, wahrscheinlich.
hab's gerade erfahren. Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Jetzt, wo Dr. Wu weg ist, sollten wir uns um diese Dinos kümmern. Richtig. Sprich, den räumen wir einfach wieder ins andere Gehege. Liebe Gäste, diese Truppe folgt einem Intersaurus. Einverstanden. Boah, ey. Unterwegs zur Futterstation. Ich bin ein Genie, ich porte euch ja auch. Das ist nicht gut. Habe ich völlig vergessen. Ich mache mal noch ein oder zwei. Was ist denn los hier? Unterwegs. Hier geht's wieder gut. So, wo sind sie krank? Hier wahrscheinlich. Na toll. Da, wo die meisten Dinos rumrennen, sind sie wieder krank, ey. Aufgabe erhalten. Danke dir. Verstanden. Das freut mich. Das freut mich. Trotz Krankheit und trotz beschissener Stimme dennoch ein bisschen unterhaltsam ist. Lass es dir schmecken, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir den umsetzen hier und dann Sammle Produkt ein. Dürfen wir das haben? Produkt wird transportiert. Ach ja. Haben die es mit der Krankheit mal? Ja, kein Ding. Wer hat das schon? Bisher hat sich der Nächste angesteckt. Kein Problem. Warum mache ich das nicht mit dem? Produkt wurde zugestellt. Verstanden. Hier abbrechen, du. Das bringt nix. So, die Diplodocus müsste jetzt mal angekommen sein, oder? Bestätigt. Dinosaurus, wie geht's die denn? Den denn? Was ist die denn?
Yeah, da, 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 da. Notosaurus ist jetzt verfügbar. Schön. Hab's gerade erfahren. Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Danke, dass Sie am Ball geblieben sind. Das hätte ganz schön schief gehen können. Also, wenn ich richtig informiert bin, waren die Eierköpfe ziemlich aufgeregt. Der Kampf der Doktoren. Schade, dass ich das verpasst habe. Die Eierköpfe. Mhm. Ach, Dr. Wu ist ein Arsch und der Parkmanager-Typ hier auch. Krankheit haben wir unter Kontrolle gebracht, sehr schön. Der Farbe sieht jetzt cool aus. Ich könnte die Wasserstelle ja auch mal ein bisschen größer machen, ehrlich gesagt. Okay. Können wir da jetzt rein theoretisch auch? Warte mal. Fossilien hier. Ja. Aber. Da musst du ja mindestens 3 holen, sonst rasten die aus. Nodosaurus, so Mama. Habe ich die jetzt schon ausgeholt, die 2? Ja. Kamarasaurus, geht's denn gut? Sieht so aus, ne? Brachiosaurus. Ist auch gut. Aber irgendwer hat hier trotzdem den Zaun angegriffen. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Bestätige Aufgabe. Von denen sollte man vielleicht auch 2 bauen. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Ja. Kriegen wir hin. Ja, das wird schon teuer. Einer alleine ist ja schon teuer. Teuer genug. Damit das nicht mehr nervt, reiße ich das einfach ab dort. Hier können wir da irgendwas reinsetzen, irgendwann, wer weiß was. T-Rex. Keine Ahnung. Das können wir erstmal hier zumachen. Parasaurolophus, schön. Wie sieht es mit der Überfüllung des Parks aus? 33%, das ist super. Aber ich kriege hier unmöglich noch irgendwo ein Hotel hin. Das ist das Problem. Unmöglich. Willkommen zurück.
Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Vom Nodosaurus habe ich gar nichts gefunden. Komisch. Schwer, toller Dinosaurier, Mann. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Soll ich vielleicht nicht da reinsetzen, keine Ahnung. Ich mache die Parasaurolophus auch mit hier hin. Obwohl die ja nicht wirklich zusammenpassen. Aber das ist ja erstmal egal. Die werden bestimmt auch mindestens zu dritt sein wollen oder wenigstens zu zweit. Ich habe ja noch nicht mal was zum Reingucken, ey. Schlimm. Schon mehr abgeschlossen. Nee. Mir geht's jetzt alles ganz gut, so wie es aussieht. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Schon Kikos aus. Hole Produkt ab. Produkttransport wird durchgeführt. Der ist noch nicht fertig, ja? Bist denn jetzt schon Kikos aus? Hier. Komm raus, mein Kleiner.
ist eher meine Kragenweite. Ein Parasaurolophus. Seine Schädelform stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Eine evolutionäre Sackgasse. Aber offenbar hocheffektiv. Um solche Dinge sollte es in der Jurassic-Forschung eigentlich gehen. Machen wir noch einen vierten. Was soll der Geiz? Freude, was schief geht. So, ich muss mal gucken, ob wir jetzt noch die anderen Missionen hier machen können vom Sicherheitsfuzzi. Das geht immer so schnell, ey. Dein nächstes mit der Modifikation aggressives Verhalten. Kriege ich hin. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duhr muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Verstanden. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikationen für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Hey, langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, sie wissen, was sie da tun. Weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, das sie noch nicht behaupten können. Lege weitere Aufgabe fest. Mein Gott, ich hab den voll vergessen, ey. Immer typisch, ey. Weißt du, was ich auch beschissen finde, dass die Leute einfach ins Gehege reinrennen? Ach, die haben den schon betäubt. So, okay. Das ging aber schnell. Unterwegs, um Produkt einzusammeln.